Leidest du? Und wenn, warum leidest du? Und wenn du nicht leiden würdest, dann hättest du diesen Vortrag hier nicht eingeschaltet oder würdest nicht zuhören. Das ist radikaler Buddhismus, meine Lieben. Und für viele mag das sehr pessimistisch klingen und sein. Ich sage, das ist das Optimistischste, was einem Menschen überhaupt widerfahren kann. Radikaler Buddhismus, gelehrt im Buch des Lichts und in seinen Zweigschriften. Warum leidet der Mensch? Diese Frage muss man sich oder stellt sich irgendwann jemand und jeder. Denn ganz egal, wie sehr er dem Leiden zu entkommen versucht, es holt ihn doch immer wieder ein. Ein Freund von mir sagte, Lanu, du hattest recht. Ich bin nach Thailand geflogen, weil ich hier Probleme hatte und Schulden und dies. Und du hast mal gesagt, Lanu, egal wohin man flieht, das Problem wartet bereits dort. Und so ist es mir in Thailand ergangen. Ich konnte dem Problem nicht entkommen und ich bin wieder zurückgeflogen nach Deutschland, um mich dem Problem zu stellen. Meine Lieben, wenn wir erfahren wollen, warum man leidet, dann müssen wir nicht religiös werden oder irgendeiner Sekte angehören. Sondern wir können, so lehrt das Buch des Lichts, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen stehen und uns dem Leiden bzw. seinen Ursachen stellen. Was geschieht denn mit dem Körper? Er bricht immer wieder im Tod zusammen. Buch des Lichts lehrt die Reinkarnation. Das ändert aber nichts an dem Leiden per se. In dem Maße, in dem man sich mit dem, was zusammenbrechen wird, identifiziert, wird der Körper zum Mörder. So wie er vorher zur Freude und zur Lust wurde, wird er dann zur Ursache des Leidens. Das ist nicht pessimistisch gedacht, sondern das ist so. Jeder trauernde Mensch, Begräbnis, Beerdigung und so weiter, und überhaupt jeder Verlust eines lieben Menschen kann das bestätigen. Dem Leben ist der Tod ganz klar. So wie man geboren wird, lebt und stirbt. So sicher wie das Alter der Jugend ist, so sicher ist im Leben der Tod. Ja? Nun könnte man sagen, es gibt ja eine Entwicklung. Wir lehren im Buch des Lichts, dass wir uns auf dem aufsteigenden Ast zurück zur geistigen Quelle befinden. Sicherlich. Aber diese Entwicklung, die kann man beschleunigen. Die findet in einem selbst statt, nicht außen. Die äußere Form, die gliedert sich sozusagen dem Ganzen nur an. Schauen wir uns mal dieses Leidvolle an. Im Menschen ist ja der Wille und er will etwas erreichen. Das ist auch verständlich. Hat er es dann erreicht, wird es ihm wieder genommen. So lehrt uns das Leben, dass wir uns nicht erfreuen sollen am Erlangten. Und ich kann es immer nur wiederholen, in der Schule bereits wird den Kindern eingetrichtert, noch bist du nicht glücklich, noch leidest du. Denn erst wenn du erlangt hast, erst wenn du geleistet hast, erst wenn du etwas erlangt hast, dann wirst du glücklich sein. Und so versklaven uns mental die Mächte der Dunkelheit. Und schröpfen uns
an unserer Leistungsfähigkeit und verhindern, dass wir ermöglichen, dass wir selber wissen können, ich bin doch schon glücklich. Warum muss ich jetzt glücklich werden? Diese Hoffnung, dass wir schon glücklich sind, diese Erkenntnis, die wird ganz schnell genommen. Du leistest etwas? Braves Kind, braver Junge, braves Mädchen. Du leistest nichts? Oder du hast keine guten Noten? Böses Kind, böser Junge, böses Mädchen. Und diese Enttäuschung, dass das Glück eben nicht erst im Erreichten ist, die macht die Menschen mehr und mehr unglücklich, leidvoll und zynisch. Und dieser Vortrag, meine Lieben, soll uns zu dem wahren Glück führen. Und das wahre Glück verstehen wir erst, wenn wir die Ursache des Leidens verstehen. Und dann uns daran machen, dieser Ursache zu entkommen oder zu beseitigen. Damit wir endlich das wahre Glück finden, das ja offensichtlich im Erreichten nicht ist. Und wären doch alle Milliardäre glücklich. Und alle Millionäre. Und alle Pornostars, die ja alles haben. Sex, Geld auch. Mehr und mehr superreiche Pornostars bringen sich um. Wusstet ihr das? Wird nicht so berichtet darüber. Heute gehen wir der Sache auf den Grund. Ich bitte vor allem die Kinder zuzuhören. Und ich bitte vor allem, dass die Eltern den Kindern das Buch des Lichts für Kinder geben. Natürlich, nachdem sie es selbst vorher gelesen haben und geprüft haben. Das versteht sich von selbst.